Hallo, werter Patient, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Knights of Pen and Paper 2, Here Be Dragons. Und wir haben immer noch... Ja, meine Quest abzuschließen, genau, ich erinnere mich. Genau, wir müssen ins Kloster reisen. Ja, meine letzte Aufnahme ist jetzt etwas her, ein paar Tage doch tatsächlich. Geht gut los. Ach ja, Weihrauch, das war doch gegen die Bedrohung, ich erinnere mich. Schnapp dir mal den hinteren und du den vorderen. Das war ein guter Wurf. So, dann ist als nächstes dran. Wir sind alle durchgehend vorher dran. Na, in dem Fall, dem da hinten eine Einfrierung, dem er das nicht schafft. Sehr schön. Dann tötest du jetzt den hier vorne. Okay, du tötest ihn nicht ganz. Aber dann schnappst du dir den da hinten. Perfekt. Wenn er seine Proben jetzt nicht alle schafft. Reicht es trotzdem nicht ganz aus, um ihn zu töten. Au. Au. Okay, na egal, er ist jetzt tot. Und wir sind eh im Kloster angekommen. Und werden hier mal ganz kurz rasten. Haben wir schon die Probe geschafft. Das freut mich. Das heißt, wir haben keinen zusätzlichen Kampf. Lebenstechnisch geht es ja, aber das Mana ist bei fast... Oder die Energie, heißt es ja in dem Spiel, ist bei fast allen alle. Gut, haben wir eigentlich Geheimnisse? Nein, gut. Das heißt, wir können uns die Quest... Was wollt ihr von dem Mönch von Na... wir wollen mit Xena sprechen, wir haben die Schüssel des Überflusses. Wenn ihr mit Xane sprechen wollt, müsst ihr beweisen, dass ihr würdig seid. Was? Das haben wir doch schon getan. Wir sind würdig. Ihr wart damals würdig, aber seid ihr immer noch würdig? Du findest es gleich heraus. Ach, cool. Nochmal. Dann los, Jungs. Zeigt mal, was ihr so drauf habt. Oh, der da hinten ist ganz schön schnell. Der ist mein erstes Ziel. Also schon, dem zeigen wir auch gleich mal, dass wir genauso stark sind, wie wir aussehen. Dann dem hier. Oh, gekrittet. Perfekt. Dann löschen wir den hinten gleich mal aus. Hoffe ich zumindest. Wenn er seine, Probe kommt, wenn du die nicht schaffst, dann könntest du ja genau drauf gehen. Perfekt. Und dann kann der hier, ja, mit ein bisschen Glück, den kann man sogar noch betäuben. Sehr schön, er ist gar nicht erst dran, muss aber seine Proben. Ne, die muss er nicht, okay. Dann geh mal dem da rechts einen Feuerball mit. Ja, der hat jetzt vier Zustände, ne? Möchte ich mal anmerken, das sah schmerzhaft aus. Könntest du so komplette Angriffskraft auf den rechts konzentrieren? Weil der links stirbt eh, wenn er dran ist. Nie im Leben schafft er alle Proben, die er machen muss. Perfekt, gekrittet. Hm. Na, in dem Fall. Beenden wir die Sache einfach mit einem genauen Sieg. Und das heißt, wir haben ein Level Up. Sogar zwei, ein bisschen Glück. Nein, nur eins. Er ist jetzt ein Jäger. Ah, okay. Interessant, aber... Ich würde gerne mal dein... Nö, eigentlich reicht mir hier dein präparierter Pfeil, den zu erhöhen. Okay. Perfekt. Und ich merke gerade, dass mein Skype noch an ist. Das ist ja ungünstig. Mache ich gleich einen kurzen Cut. Vielleicht habe ich es vergessen, vielleicht habe ich es nicht vergessen. Er hat uns Bananen pflücken lassen. Es war peinlich ohne Ende. So, jetzt mein Level Up. Mit dem vorrangigen Teamwork dahinter. Und wir verbessern mal deine Enterhakenfähigkeit. Wir setzen hier aber einen ganz kurzen Cut. Und da sind wir schon wieder. Das Skype ist jetzt aus, wir können also weitermachen. Erst die Nebenquest. Xena, ich habe eine Frage. Welche Bindung versteht zwischen den Mönchen von Na und den Mönchen von Na'an? In Paperos. Die Mönche von Na'an waren einst Teil unseres Ordens, aber sie haben uns verlassen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Warum diese Trennung? Die Mönche von Na'an entwickelten eine Besessenheit mit der Repräsentation nicht repräsentierbarer Werte. Das hätte ich mir denken können. Ich habe seit langem den Wunsch, mich mit ihnen zu versöhnen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Klar. Bitte bringt diesen Mönchen, diesen Brief zu den Mönchen der Ebene. Reisen. Wo müssen wir hin? Zur Null-Ebene. Das ist ein sehr langer Weg. Alter, das ist teuer. Und lass mich raten, wir haben ganz viele Kämpfe auf dem Weg.
Oder auch nicht. Das ist nur eine sehr teure Quest. Bis jetzt wirkt es nicht wie mehr. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Wie unangenehm. Und den da hinten. Tot. Na, wie schwer. Gut, Problem gelöst. Netter Versuch. Danke fürs Mitspielen. Nächstes Mal klappt es bestimmt besser. Wenn wir in der Stadt sind, halten wir mal eine Taverne dort. Wir reisen jetzt also nur mal eben bis zur Großstadt. Um dort ganz kurz an der Taverne Halt zu machen und uns zu entspannen. Und mich interessiert immer noch, kann ich denn jetzt irgendwie die Klasse verbessern? Dieb Ninja. Nee, okay. Ah, bloß nicht deleten. Schon okay so. Wir verlassen die Schenke. Und rasten hier, wie gesagt. Rasten hier, wie gesagt. Zumindest ganz kurz. Mal. Nebenbei. Gut. Dann können wir jetzt weiterreisen. In die Nullebene. Ist jetzt nicht im Einheit zu teuer. Oh! Für ein Reisen haben wir einen Heiltrank gefunden. Wie angenehm. Wie äußerst angenehm. Die Quest abgeben. Herr Münch, wir bringen einen Brief von Xena. Ich unterschreibe. Ich habe dem Münch hier von nahen einen Brief gebracht, jetzt haben sie ihn gelesen. Seid gepriesen, Xena. Schreibt uns aus der Heimat und fragt, ob wir nicht unsere vielen Differenzen begraben können. Fällt euch auch nur ein Grund ein, das nicht zu tun? Abgesehen von den unhöflichen Boten, die Verbotene weitersprechen? Nur um uns zu ärgern? Nein. Bringt diesen Brief Xena ins Kloster. Yay, wieder zurück. Moment, Moment, Moment. Es gibt hier eine Nebenquest. Müssen wir uns auch noch nachholen. Jetzt wieder zurückreisen. Yay. Es ist eine sehr, sehr offensichtliche Reisequest. Oh. Es gibt einen Hinterhalt. Oh, und sogar einen Mob-Hinterhalt. Also technisch gesehen die Möglichkeit, dass wir in einen härteren Kampf geraten. Das war überraschend uneffektiv. Das hingegen war schon viel Schaden. Wenn er demnächst dran ist, müsste er... Natürlich stirbt er nicht an seinen Nachteilen. Jetzt aber. Hat er den Konter angefressiert dafür. Wow, und Crit mit 67 Schaden ist ja echt unangenehm. Du kannst ihn, hoffe ich, fast. Er ist beinahe tot. Na, dann lesen wir dem da hinten doch die Geschichte vor. Weil den hier vorne töten wir mit einem einfachen Angriff. Der Chef selbst und der Magier ist recht, wenn er krittet. Oh, ein Langschwert bekommen. Wie angenehm. Wie überaus angenehm. Ist ja gut, wir haben wohl wieder geschafft. Und auch diese Probe ist uns erfolgreich gelungen. Ohne Probleme, wie ich sehe, kommen wir hier durch. Na komm, die nächste doch auch. Oh, natürlich, nein, wir patzen auch noch. Aber halt gegen Gegner, die jetzt nicht so zwingend schwierig sind, ne? Ja, nein, den da hinten bitte. Eins. Oh, können wir so vielleicht sogar beide töten? Ja, sehr schön. Ja, hier im Hintern war jetzt weniger schlimm. Wie gesagt, müssen wir immer noch ans Kloster. Und wir haben es geschafft, die Quest abzuschließen. Wir haben die Antwort der Mönche von Nahen. Lass sehen. Wie erhofft. Ich hoffe, hatte unsere Mönchsbrüder möchten unser Verhältnis ebenfalls verbessern. Ich danke euch, ihr habt eine gute Tat vollbracht. Ja, aka eine Reisequest, ne? Ich würde mal kurz auf die Karte gehen, ob es irgendwo noch... Ja, im Orientierungsdorf gibt es Nebenquests. Dann machen wir doch die als erstes. Außer die ich nicht erledigen kann. Vokaljäger. Fremdheiten zu Ferne, könnt ihr unserem Armdorf helfen? Ohne dort zahlreiche Angriffe haben unsere örtliche Wirtschaft zerstört. Können wir helfen? Euer exotisches Paper. Rost Alphabet fasziniert die Leute hier in Origami. Wenn unsere Länder dann einen an eure seltsamen Buchstaben verkaufen würden, würden unsere Wirtschaft sicher wieder ankurbeln. Wisst ihr vielleicht, wo wir welche bekommen? Ach, wir wissen das vielleicht. Wohin muss ich reisen? Ach, wieder so weit. Moment, Moment, kann ich denn auf dem Weg noch andere Nebenquests mir holen? Zum Beispiel? Gibt's hier eine? Nein. Es gibt da eine Hauptquest?
Das war lächerlich. Dichte. Gegner werden nicht mehr, als würden sie nebeneinander stehen, ne? Genau. Na gut, dann können wir sie ja ohne Probleme einzeln attackieren. Das war nicht schlecht, fand ich die Aktion. Das hat ihm gut Schaden gedrückt. Und jetzt sehen wir vorne. Auch nicht hier mit 35, ne? So, dann gibt dem da hinten mal, gibt dem hier vorne mal einen Hieb mit. Mist, das war nicht den Rest gegeben. Ich gehe bei dem einfach mal sicher und verbrenne den hier vorne. Und den erledigen wir nicht ganz, das war nicht so schlau, den hätte ich lieber, na egal. Erledigt ist erledigt. Oh, Phönix aus der Asche, das ist ja was Tolles. Ich will nur wissen, wieso es hier eine Hauptquest gibt, das interessiert mich gerade ein bisschen. Na, ein Hinterhalt im Spawnpunkt Dorf, ernsthaft? Pfeilregen. Weniger schwer. Wähle ein feindliches Ziel. So. Na Gott sei Dank haben wir das geschafft. Wow, wie knapp. Okay, weiter geht's. Ja, wir sind ja schon hier. Dann brauchen wir nicht reisen. Ah, man kann immer nur eine Quest haben. Na gut, dann nebenquesten wir erstmal ein bisschen, ne? Das heißt, wir dürfen weiterreisen. Oh, ein Crit. Auf eurer Reise springt plötzlich ein komischer Funk, ein komisches Funkeln in den Büschenaugen. Sind das Vampire? Bei der Betrachtung findet ihr eine Zauberlampe. Freiheit! Endlich! Gibt uns schon so drei Wünsche. Die Jugend heutzutage. Also gut, aber ihr habt nur einen. Ich wünsche mir Geld, ich wünsche mir Magie, ich wünsche mir mehr Wünsche. Ich wünsche mir, mehr Wünsche? Nein, alles und das nicht. Was? Ups. Da war ich zu gierig. Ernsthaft? Oh! Ha, das könnte tatsächlich schwierig werden. Der ist ja eigentlich für Level 27 gedacht. Da ist ja einer schon schwer von den Jungs. Ja, das wird nicht einfach. Also ganz und gar nicht einfach. Oh Gott. Au! 55 Schaden, du mich auch. Ja, hier müssen wir hart rangehen. Komm schon. Ja. Müsste mal überlegen, er schafft keine seiner Proben bis... Okay, er hat zwei Proben geschafft und so wenig Leben verloren. Andere sterben bei einer Probe, ja. Nur so Vergleichswerte. Ich meine, wir machen den ganz guten Schaden. So ist nicht. Ich glaube, da komme ich besser, wenn ich den hier weiter Gruppenschade austeile. Und bei dem wäre ich mit einem einzelnen Schadenzieher besser gekommen, ne? Und wieder auf den rechts. Ja, jetzt sind sie wieder dran. Das ist natürlich unangenehm. Der ist fast tot. Schade. Ja, natürlich schafft das. Aua. Mist, nicht gut. Bei den Ritter auch noch. Huhuhuhuhu. Gruppenheilung bitte. Jetzt hätten wir hier schnell ein Problem gehabt. Ja, der sollte durch den Blitzschlag. Der rechte stirbt hoffentlich durch den Blitzschlag. Gut. Jetzt bleibt nur noch der linke von denen übrig. Und das heißt jetzt, wir können gut den Schaden austeilen. Wir haben zum Glück ein bisschen was, was auf Einzelschaden geht. Wir gehen auf Nummer sicher und geben dem einen präparierten Pfeil. Und gewinnen das Ganze damit auch. Das freut mich. Alter Verwalter. Ohne Momentito, ein Katana. Was hast du hier? Schaden plus 14. Nee, das ist so völlig okay. Da werden wir auch nicht reinkommen. Dreihändiges Schwert. Hm, wir werden aber, wenn wir demnächst mal im Dorf sind, für die Leute ein Kimono machen für unsere Magier. Aber wir reisen jetzt erstmal weit. Alter. Das gibt's doch nicht. Langsam lächerlich hier. Den vorderen, bitte. Und den hinteren mit einem besseren Angriff. Noch wenn ich nicht tot attackieren könnte. Gut, in dem Fall reicht das vermutlich auch aus. Ja. Wir können dem anderen nochmal Schaden geben. Perfekt. Aber wenn wir schon mal hier sind. Also Reis. Dann könnten wir uns heilen. Aber wir können noch hier einfach erstmal rasten im Wirtshaus. Für sowas sind Wirtshäuser bekanntlich ja da. Ich frage mich gerade, kann ich den Kimono denn auch hier herstellen? Ja, kann ich. Aber kann ich auch die Items hier kaufen? Also sind die jetzt händlerübergreifend vorhanden? Sieht stark nach einem Nein aus. Okay, das heißt, wir müssen demnächst zurück ins Dorf. Aber erstmal reisen wir weiter. Alter, was ist das denn hier? Wir schaffen keinen einzigen Weg mehr. Oh, alle haben eine Schwäche erlitten.
Na, das ist ja unangenehm. Schnapp du dir mal den hinteren von denen. Komm her, genau. Beende es für den gleich mal bitte mit einem guten... Ja, komm schon, einer muss noch schaffen. Mist, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Damit ist es nämlich eher dran. Und kann dem hinteren den präparierten Pfeil mitgeben. Perfekt, Verbrennung. Au, 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 au. Weiter auf den hinteren bitte. Könnte der Kollege da hinten nicht einfach... Achso, Moment. Wir geben dem dort hinten den Rest. Warum so? Naja, weil wir dem hier vorne gleich auch nicht Schaden machen können. Und zwar so. Genau, 58. Oh, und auch noch zwei Crits drin. Das finde ich unangenehm. Erläuterung. Wir können die Schwächen von zwei der drei Leute noch wegnehmen. Und das Ganze ist beendet. Gut. Oh, halt. Unser Krieger ist gelevel up. Erhöhe mal das. Ich würde gerne, dass du eine vernünftige Bedrohung hast. Und damit, damit ist soweit alles erledigt. Karte. Endlich. Sind wir da. Zum mich erledigen. Vulkane sind die Quelle der hochwertigen... Vulkarinen sind die Quelle der hochwertigen Vulkane für den Export nach Origami. Finden wir diese wilden Buchstaben. Okay, die haben nur diese Viecher, ne? Ja. Ja, es geht noch nicht mal als drei. Die sind scheinbar vom, auch vom Wert her keine Bedrohung mehr für uns. Daher werden wir die jetzt ziemlich brutal und eindeutig erledigen, finde ich. Das sah tatsächlich sehr schmerzhaft aus. Das ist mal eine ganze Reihe von... Oh, der ist fast tot, der Linke. Na, in dem Fall... machen wir das fast doch zu... Er ist tot. Gut, dann erzähl du dir hier vorne mal eine tolle Geschichte. Sollte er das tatsächlich überleben, was ja an sich noch möglich ist, was er sogar schafft. Ich bin etwas überwältigt. Gibt ihm vorne mal nur einen Aufschlag, das dachte ich mir. Aber der Richtige ist dran. Na, und er hat es nicht geschafft. Das ist ja unangenehm für ihn. Aua, das tat weh, aber wir werden das Ganze jetzt trotzdem gleich beendet haben. Ja, der Feuerball hat ihm den Chaos gemacht. Und kein Level Up. Wundert mich aber auch nicht. Kämpfen, wie viel haben wir denn? Ins Inventar mal ganz kurz geguckt. Flokal, zwei, einer zu wenig, ich glaube es nicht. Ja, okay, sie hat eine ganz gute Schadensreduktion. Na, okay, sie hat eine von zwei. Es ist nicht schlecht, sagen wir es so. Gut, ich will noch, ja, die letzten drei Vokale ran haben. Also her mit euch. Lächerlich einfach. Wir haben wieder eine ganz angenehme Inni. Du schnappst dir den linken. Ja, der ist erstmal dran, der andere, ich weiß. Und du ziehst den rechten nach vorne. Hat die Probe nicht mal geschafft, das ist ja unangenehm für ihn. Gut. Gut, 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 gut. Au, nein, nicht so gut. Erzähl dem Rechten mal eine tolle Geschichte dort. Ja. Ja, sehr schön. Dann ist er auch nicht mehr dran. Und du erledigst den dort hinten. Sehr schön. Ja, gut, sie kann jetzt zwar nicht mehr kritten, aber die anderen machen halt noch sehr, sehr viel Schaden, trotz alledem an ihm, ne? Ist ja nicht so, dass sie keinen Schaden mehr machen. Und die Sache ist beendet und ich hoffe, wir haben die Vokale, die uns jetzt noch fehlen. Ja. Gut, wir können die Quest... bringt die Vokale nach Orientierungsdorf. Natürlich, nichts lieber als das. Und nochmal eine lange Reise. Die Reisen kosten uns gerade echt viel, ne? Aber wir sind zum Glück in Orientierungsdorf und wir haben einen Bogen gefunden. Perfekt. Ja, auf den Reisen passieren ja auch genügend gute Sachen. So ist ja nicht, ne? Von daher, ja, ja, das läuft gut, das läuft sehr, Entschuldigung, sehr, sehr gut. Und wir haben es geschafft. So, wir geben die Quest ab. Sehr schön, Quest abgeschlossen. Oh, gleich zwei Level-Ups. Bei dir mal deinen Blitz noch eine Stufe nach oben, ja.
bei dir deine Gruppenheilung. Und ich würde gerne mal... was brauche ich für die Kimono nochmal? Eine Schärpe und ein Koboldingens. Also brauche ich 2 Scherben und 2 Koboldingens. Alles klar. Das ist vermutlich genau das. Das ist ja unangenehm. Na, wobei, wir können ein bisschen was verkaufen. Ja. 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 Davon jetzt 2. Ja. Ja, und jetzt die Kleinoden. Gibt's die hier nicht? Das ist ja äußerst unangenehm. Muss ich dafür erst noch einen anderen? Na gut, dann verkaufen wir euch aber erstmal den Rest. Ja. Ja, weg damit. Auch das haben wir ja eigentlich zu Genüge. Kann man eh nicht verkaufen. Oh, das Langschiff muss noch weg. Genau wie der Reis. Gut. Das verkaufen wir mal auch. Dann jetzt, unangenehmerweise gibt es hier und hier eine Hauptquest. Müssen aber erstmal nach da oben, weil uns die Kleinoden fehlen. Von denen wir auch 2 brauchen. Damit wir unseren beiden Hauptmagiern 2 tolle... Genau, davon brauchen wir 2. Ja. Ja, Moment, gibt es hier einen, der herstellen kann? Nein, okay. Die Reise, wohin geht jetzt schneller? Hier sind es nur 2 und da auch. Gut, dann reisen wir ins Kloster. Ich finde das einfach angenehmer, dorthin zu reisen. Und Kloster ist halt Klostriger. Das weiß ich. Das war dumm. Dann holen wir uns die Hauptquest. Spieglein, Spieglein. Aber nein, ich will wissen, ob die gleiche Hauptquest auch im Dorf ist. Und da muss ich ja eh hin, um was herzustellen. Daher ist es, denke ich, völlig okay, wenn wir das machen. Und daher reisen wir jetzt kurz an dorthin. Der Riss, Level 4. Darum kümmern wir uns gleich. Zuvor aber müssen wir nochmal reisen, was wir aber alles im nächsten Part machen werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Knights of Pen & Paper 2. Bis dahin, euer Professor Creep von Beside Him of Gaming. Ciao!